auch von sich behaupten. Wie würden Sie denn ganz konkret dafür sorgen, dass die Familie von Frau Wischnitsch mehr in der Tasche hat? Naja, alle sagen, sie machen Vernunft, aber tatsächlich hat die Politik sie sind die Einzige, die das machen, ist klar. Sich seit Jahren eigentlich immer von den starken Lobbys steuern lassen, von Ideologien, aber nicht von dem, was die Menschen wirklich bewegt. Ich meine, was würde bei Ihnen helfen? Ganz kurzfristig natürlich, wenn die Energiepreise deutlich sinken würden. In anderen europäischen Ländern sind sie nicht so gestiegen. Das hat was mit Politik zu tun, das hat nichts mit der Welt zu tun, sondern das hat was mit einer falschen Energiepolitik zu tun. Zum Beispiel haben wir jetzt ja auch die Netzentgelte, da hat man den Betreibern noch mal hohe Renditesteigerungen erlaubt. Das geht alles über die Preise natürlich an die Konsumenten. Wir haben die Wirtschaftssanktionen, die die Energiepreise hochgetrieben haben. Also, dass wir Öl jetzt nicht mehr direkt aus Russland, sondern über den Umweg von Indien kaufen, verteuert alles. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen. Wir kaufen Öl nicht mehr direkt aus Russland, sondern aus über Indien. Das ist falsch. Das stimmt nicht. Das ist spannend, was Lindemann und Schneider dazu zu sagen haben. Denn dass die ist ja schon seit über einem Jahr, dass Deutschland das Öl nicht direkt aus Russland kauft, sondern Russland das Öl beispielsweise nach Indien liefert, dass es dort zu Diesel verarbeitet wird und es dann in die Europäische Union geliefert wird. Also dass wir Europäer Diesel, den wir bis eben noch selbst produziert haben, dass wir den jetzt in Indien produzieren lassen. Also dass wir Wertschöpfung aus der EU, aus Deutschland wegverlagern, einen höheren Preis bezahlen und am Ende höhere Energiepreise und weniger industrielle Produktion haben, aber Russland weiterhin das gleiche Erdöl vielleicht zu einem bisschen geringeren Preis, vielleicht zum gleichen Preis, kommt dann immer auf den Einzelfall an, verkaufen kann. Also diese Berichte gibt es schon seit Anfang und meiner Ansicht nach sind die auch komplett richtig. Das können Sie nicht sagen. Aber ich will, einen Punkt will ich aber auch noch ansprechen. Sofort, aber ich will es nur in Kontext setzen. 2,4% ungefähr der Ölimporte Deutschlands kommen aus Indien. Also es ist nicht so, dass wir sozusagen... Das ist oh Gott, ist das, uns wären 0% aus Indien kommen würden. Also, wo soll man da anfangen? Wenn Indien vorher weniger importiert hat und jetzt... Vor allem, Klamot hat gerade gesagt, der Ölprodukte, ich weiß nicht mal, ob da Ölerzeugnisse bei sind. Wie gesagt, nehmen wir das mal aus unserer Überlegung, lassen wir das mal außen vor. Wenn Indien jetzt vorher weniger Öl aus Russland importiert hat und jetzt mehr Öl aus Russland importiert und dafür weniger Öl aus, keine Ahnung, hängt euch jetzt nicht an den konkreten Beispielen auf, die sind egal, weniger Öl aus Venezuela oder weniger Öl aus dem Iran, weniger Öl aus Saudi-Arabien importiert. Und wir Deutschen dafür mehr Öl aus Saudi-Arabien. Dann haben sich die Lieferketten geändert. Russland verkauft sein Öl woanders hin, Indien bezieht sein Öl von woanders und wir Europäer beziehen unser Öl auch von woanders. Wie viel Öl Indien jetzt direkt zu uns Europäern rüberleitet, ist da relativ egal. Was es zu dieser direkten Rüberleitung kommt, das ist das deutlichste Zeichen dafür, wie irre diese Sanktionspolitik ist. Aber selbst wenn Indien uns kein Öl, keine Ölerzeugnisse und sonst kein Diesel, gar nichts verkaufen würde, selbst dann würde es zu einer Verlagerung der Rohstoffströme kommen. Indien würde sein Öl halt etwas billiger aus Russland kaufen und wir Europäer würden unser Öl dann etwas teurer von woanders her, aus anderen OPEC-Staaten kaufen. Also selbst wenn es diese Lieferketten nicht gäbe und dass es sie gibt, das ist schon ein sehr starkes Zeichen dafür, dass die Sanktionen einfach nur zu einer Umleitung von Rohstoffflüssen führen und nicht dazu, dass Russland seine Rohstoffe nicht mehr verkaufen kann. Also selbst wenn es die gar nicht gäbe, selbst dann würde das, wie gesagt, überhaupt nichts aussagen. Ich hoffe, ihr konntet mir gerade folgen. Ein Beispiel, wir haben ja auch andere Umwege. So, nochmal, weil gerade einer im Chat schreibt, selbst wenn Indien uns kein Öl liefern würde, selbst wenn Russland wirklich nicht mal indirekt uns irgendetwas liefern würde, Russland würde sein Öl einfach zu einem Preisabschlag, wie gesagt, je besser der Markt funktioniert, desto geringer ist der Preisabschlag, irgendwo anders hin verkaufen und wir Europäer würden unser Öl etwas teurer, beispielsweise aus Saudi-Arabien, beziehen. Das heißt, alle, die sich nicht an den Sanktionen beteiligen, wie Indien oder China, profitieren enorm davon und alle, die sich an den Sanktionen beteiligen, vor allem wir hier in Europa, verlieren enorm. Und je besser der Ölmarkt funktioniert, desto geringer ist dieser Preisabschlag, zu dem Russland verkaufen kann. Und der Preisabschlag für russisches Uralsöl, der war wirklich relativ groß, der ist aber in den letzten Monaten viel, viel kleiner geworden. Also müsste ich jetzt bei den genauen Börsenpreisen gucken, wie hoch er jetzt ist, aber der ist immer mehr zusammengeschrumpft. Russland hat es unter anderem durch die Kürzungspolitik im Rahmen der OPEC geschafft, die Preise für alle Ölsorten und dann nochmal besonders für Uralsöl wieder hochzutreiben. Also diese Erzählung, ja, wir schwächen damit Russland, wir sorgen damit, dass die Einnahmen sinken, das mag marginalerweise eventuell der Fall sein, aber das kann man gar nicht so stark umsetzen, solange es große globale Player wie China oder Indien gibt, die sich an diesen Sanktionen eben nicht beteiligen. Und es ist wirklich jenseits der Realität zu glauben, dem wäre so.
Ja, also wir importieren immer noch relativ viel russische Energie, nur wir importieren sie nicht mehr direkt. Das ist ein Problem und steigert die Preise natürlich enorm. Und wie gesagt, ich habe es gerade erklärt. Ich hoffe, ihr konntet mir alle folgen. Selbst wenn wir die nicht direkt importieren würden, sondern selbst wenn Indien seine Energie jetzt woanders her beziehen würde und wir unsere Energie jetzt wiederum woanders her. Nur die Ströme verschoben, aber die Förderung und der Konsum werden immer noch ungefähr derselbe. Und wie gesagt, Russland und wir hätten leichte Verluste, da es halt ineffizienter ist, das Öl jetzt woanders hin zu verkaufen, als wo er beispielsweise nach Europa verkauft hat. Beziehungsweise für uns ist es ineffizienter, unser Öl woanders her zu beziehen, weil wir es vorher aus Russland bezogen hatten. Aber daran, dass Russland sein Öl verkauft bekommt zu einem kleinen Preisabschlag, daran ändert sich überhaupt nichts. Und langfristig macht das erst recht keinen Unterschied. Also zu denken, das würde Russland langfristig schwächen, nichts mit der Realität einer globalisierten Wirtschaft zu tun. Es sei denn, es gibt eine Möglichkeit, wie man Russland tatsächlich schaden würde. Und das wären völkerrechtswidrige Sekundärsanktionen. Also man würde jedes Unternehmen dazu zwingen, sich entweder für den westlichen Markt oder den russischen zu entscheiden. Das würde allerdings einen Wirtschaftskrieg mit dem gesamten BRICS-Block produzieren und bei uns eine noch viel schwerere Wirtschaftskrise auslösen, als wir sie gerade sehen. Und daran kann, glaube ich, wirklich niemand ein Interesse haben. Generell eine Politik, die auch jetzt wieder, ich meine, Herr Schneider, wenn Sie jetzt sagen, ja, Sie verstehen das alles. Wir haben am Beginn dieses Jahres einen Mix von Steuererhöhungen und Steuersenkungen. Und der Mix hat wieder den gleichen Effekt wie die Steuerpolitik der Regierungen auch schon unter Ihrer Hoheit. Er belastet die untere Mitte weit überproportional. Also Sie werden am Ende weniger Geld in der Tasche haben. Aber die wirklich viel Geld haben. Machen Sie mal ein Beispiel. Da gibt es ja Analysen dafür. Welches Beispiel? Woran liegt denn das? Weil die Verbrauchersteuern besonders steigen und die Einkommenssteuer für die Gutverdiener abgesenkt wurde. Das können wir uns auch gleich nochmal. Das hat das BIW berechnet. Ich zeige euch jetzt nicht die Statistiken, die hatte ich euch in der letzten Reaktion schon gezeigt. Ja, das ist eindeutig. Also Familien mit einem Einkommen unter 60.000 war es, glaube ich, werden deutlich, deutlich mehr oder unter 40.000. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Wie gesagt, hatte das DIW eine Tabelle zu rausgebracht. Wir werden deutlich, deutlich mehr belastet. Und Familien, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es über 80.000 waren, aber ungefähr um den Dreh war das, die werden deutlich weniger belastet, weil Konsumsteuern eben vor allem die Ärmeren belasten und die Einkommensteuer vor allem die Reicheren mehr belastet. Das heißt, wenn du die Einkommensteuer senkst und die Konsumsteuern erhöhst, CO2-Steuer, Steuer auf Gas und Fernwärme, Lkw-Maut, Steuer auf Agrardiesel, dann belastest du vor allem die Armen. Das können wir uns gleich angucken, Frau Wagenknecht, gucken wir uns gleich an. Herr Lindemann, erstmal aus Ihrer Perspektive, klingt das vernünftig? Das ist doch genau das Problem. Sie sitzen hier und jetzt sind hier wieder Politiker. Also, liebe Mods, da heute Abend irgendwie so viele Störenfriede unterwegs sind, das Gespräch mit Naitan, ich sage es jetzt nochmal für alle, das ist 22 Uhr. Einer der Mods an, dass ihr alle so gespannt auf dieses Gespräch sind. Hören wir doch Sarah Wagenknecht zu, die ist auch interessant. Politiker, die sich streiten und reden und keiner macht was. Ich glaube, jetzt auch mal selbstkritisch zu sagen, ich glaube, dass dieses Land sich einfach jahrelang nicht mehr mit dem Ja, Sarah Wagenknecht hat auch gerade einen guten Lösungsvorschlag präsentiert. Einfach den Wirtschaftskrieg gegen Russland beenden, Öl und Gas wieder zu günstigen Preisen mit langfristigen Verträgen ziehen. Dazu könnten wir auch noch die Nord Stream Pipelines reparieren. Also ein Strang von Nord Stream 2 funktioniert ja noch. Ein Strang von Nord Stream 2 ist kaputt gesprengt und beide Stränge von Nord Stream 1 sind kaputt gesprengt. Das heißt, die drei Stränge reparieren und den einen Strang, der jetzt schon funktioniert, den sofort in Betrieb nehmen. Dann würden sofort die Energiepreise sinken und wären für unsere Industrie und die Haushalte auch für lange Jahre auf planbar niedrigem Niveau. Russland hat das immer wieder angeboten. Und je länger wir warten, desto eher wird die Industrie abwandern, desto mehr Haushalte werden langfristig höhere Energiepreise haben und desto mehr kleine Betriebe werden auch pleite gehen. Zusammenhang beschäftigt hat, dass man erstmal etwas erwirtschaftet, bevor man es verteilt. Ich sage das sehr selbstkritisch, Herr Klamroth. Wir haben zum Beispiel während Corona sehr viel geholfen, war auch richtig, aber haben zu viel geholfen. Zum Teil haben Unternehmen Hilfen bekommen, obwohl sie horrende Gewinne gemacht haben. Dann kam die neue Koalition mit dem Bürgergeld, allein schon der Begriff. Jetzt in den ganzen WhatsApp-Gruppen, du kannst Bürgergeld kriegen, dann hast du noch mehr, als wenn du arbeitest. Wir müssen den Zusammenhang wiederherstellen, dass erstmal etwas erwirtschaftet wird. Und wenn wir das machen, dann setzen wir uns... Ja, was braucht man denn, um etwas zu erwirtschaften? Energieintensive Industrie zum Beispiel. Was mit deren Produktion passiert, die ist um 20% eingebrochen. Das heißt, wenn wir was erwirtschaften wollen, dann müssen wir endlich... Energiepreise sorgen, da müssen wir die Realeinkommen der Haushalte wieder steigern, also erstmal einen Wirtschaftskrieg beenden, eine vernünftige Finanzpolitik und dann für günstige Investitionsbedingungen sorgen.
Also Wucherzinsen bei Krediten verhindern oder halt direkt bei der EZB die Zinsen senken. Die EZB hat die Zinsen in nicht hinnehmbarer Art und Weise erhöht und damit die Wirtschaftskrise, die wir gerade erleben, sogar noch verschärft. Da könnte man Abhilfe schaffen, indem man eben Druck auf die EZB ausübt, beispielsweise über die Bundesbank, über die Vertreterin Isabel Schnabel, die im EZB-Direktorium sitzt, und sie dazu bringen, für Zinssenkungen zu stimmen. Oder sie entfernen und da jemand anderen hinsetzen, der für Zinssenkungen ist. Wieder für solche Menschen ein wie Sie, die morgens aufstehen, die arbeiten gehen. Wir machen das selbstkritisch. Wir haben auch Fehler gemacht in den letzten... Sind wir noch da, wenn Sie anfangen zu arbeiten? Sind wir noch da oder sind wir schon kaputt gewirtschaftet? Ich hoffe, dass Sie dann noch da sind und ich hoffe, dass diese Regierung... Also nur mal so zur Information, die CDU war 2022 sogar noch früher als die Grünen und die SPD und die FDP dafür, die Russland einzustellen. Also ein Röttgen, der hat ganz laut dafür getrommelt, dass sie gar keine Energie mehr aus Russland importieren. Schon ein halbes bzw. ein dreiviertel Jahr, bevor die Grünen oder die Pipelines-Sprenger bei Nord Stream das dann umgesetzt haben. Was ich euch sagen will, mit der CDU wäre alles sogar noch schlimmer gewesen als mit dieser Regierung. Da hätten wir im Winter 2022/23 vielleicht wirklich eine Gasmangellage gehabt, wenn wir nicht noch den gesamten Frühjahr und den Sommer 2022 über russisches Gas importiert hätten. Zusammenarbeit gerne sofort da. Man sieht ja an Ihrem Beispiel, was los ist. Mich hat letztens ein Metzgermeister angesprochen aus Ostwestfalen und hat gesagt, die beste Entscheidung seines Lebens war, den Laden abzuschließen. Und er ist froh, dass seine Kinder was anderes machen. In so einem Land möchte ich nicht leben. Ich möchte in einem Land leben, wo es Menschen gibt. In so einem Land möchte ich nicht leben. Trotzdem setze ich mich politisch dafür ein, dass ich in so einem Land leben. Also das sind nur hohle Phrasen. Also wirklich. Die sich selbstständig machen, die Brücken bauen, die Straßen bauen, die Visionen haben. Ich möchte, dass die Leute sich selbstständig machen. Aber ich bin nicht bereit, für günstige Energiepreise, stabile Investitionsbedingungen oder eine planbar steigende Nachfrage zu sorgen. Sprich, die Realeinkommen der Haushalte zu erhöhen. Also mittelständischen Friseurbetrieben. Also denen hilft es ja nicht, wenn irgendwie die Exportwirtschaft in Deutschland anspringt. Denen hilft es vor allem, wenn die Menschen mehr Einkommen in der Tasche haben, damit sie sich mehr Friseurbesuche leisten können. Das heißt, diese Lohndumpingpolitik, die SPD und CDU in den letzten 2,5 Jahrzehnten gefahren haben, dazu gehört übrigens auch die Agenda 2010, sie diente dazu, um das deutsche Lohnniveau zu drücken. Diese Strategie des Lohndumpings, die eben darauf ausgerichtet war, den Binnenmarkt zu schwächen und die Exportindustrie zu fördern, unter dieser Strategie leiden gerade Bäckereien oder Friseurbetriebe.